Stadt, Land, Schiene. Das heißt heute, manche Eisenbahnstrecke auf dem Land war schon so gut wie tot. Aufgegeben von Politik und Betreibern. Und erlebte dann in den vergangenen Jahren ein sensationelles Comeback, weil die richtigen Leute kamen. Anlass für eine kleine Feier im Berliner Palais am Festungsgraben mit prominenten Beteiligungen. Die Allianz pro Schiene hatte die maßgeblichen Frauen und Männer von 15 außerordentlich erfolgreichen Bahnen im Nahverkehr in die Hauptstadt gerufen, um sie zu ehren, aber auch, um von ihnen zu hören, ob es so etwas gibt wie einen Generalschlüssel zum Erfolg. Wir haben festgestellt, dass Investitionen in die Infrastruktur und damit attraktive Reisezeiten und eine gute Zugänglichkeit über die Bahnhöfe eine ganz wichtige Voraussetzung ist, damit die Menschen wieder mehr Bahn fahren. Wir haben festgestellt, dass neue Fahrzeuge mit mehr Komfort, weniger Lärm ein angenehmes Reiseerlebnis vermitteln. Wir haben auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, einen regelmäßigen und dichten Taktfahrplan zu haben. Denn wir wissen, dass man nur mit einem attraktiven Fahrplanangebot auf der Schiene eine echte Alternative zum PKW herstellen kann. Der Bundesverkehrsminister versuchte, Sorgen zu entkräften. Die nächste Regierung werde die Gelder für die Schiene zusammenstreichen und damit auch die hier zu feiernden Erfolge möglicherweise zunichte machen. Das, so Tiefensee, wäre eine klare Verkennung der Notwendigkeiten. Wir werden in der Zukunft dem öffentlichen Nahverkehr in den Städten, zwischen den Städten und zwischen Stadt und Region eine höhere Aufmerksamkeit schenken müssen, weil wir vom Individualverkehr wegkommen müssen. Wir werden sicherlich auch überlegen müssen, wo Leistungen gekürzt werden. Und da darf es nicht sein, dass wir an der Infrastruktur und deren Ausbau kürzen. Wir brauchen mindestens die 10 Milliarden Euro. Und Herr Hommel, das will ich auch deutlich sagen, wir brauchen den Aufwuchs der Regionalisierungsmittel. Die Kürzung ist geschehen. Sie hängt sicherlich mit der Konsolidierung des Haushaltes und auch der Frage zusammen, wofür die Gelder verwendet werden. Das haben wir umfangreich diskutiert. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass nicht 100% der 6,8 Milliarden, die der Staat, die öffentliche Hand ausgibt, auch das Ziel wirklich erreichen, wo sie hingehören. Wir können es nicht kontrollieren. Das ist nicht vorgesehen. Aber ich verspreche Ihnen, dass wir mindestens den Aufwuchs von 1,5%, den wir ja ab diesem Jahr wieder vermelden können, auch in der Zukunft fortsetzen müssen. Herzlichen Dank, Minister Tiefensee, für diese sehr mutmachende und informative Rede. Ich habe das sehr wohl registriert mit den Regionalisierungsmitteln, dass Sie uns das mindestens mit 1,5% versprochen haben. Das ist eine gute Nachricht für alle, die hier im Raum sitzen, glaube ich. Sie wissen, dass die Allianz pro Schiene 2,5% fordert. Insofern scheint das ja nicht völlig unrealistisch zu sein bei der neuen Bundesregierung, wenn sie sich denn nach der Wahl an das hält, was sie vor der Wahl verspricht. Und da gehen wir natürlich von aus. Der Allianz-Geschäftsführer holte anschließend 5 Männer aufs Podium, die eines einte. Sie haben jeder auf seine Art irgendwo in Deutschland aus einer heruntergekommenen Strecke mit Liebe und Fleiß und Hartnäckigkeit wieder einen Fahrgastmagneten gemacht. Ganz schlimm war es zu Anfang, als wir gestartet sind, weil da hat uns nämlich keiner geglaubt, dass wir das wirklich ordentlich machen. Und da sind wir Klinkenputzen gegangen, aber als wir dann den ersten Bahnsteig durchgeschnitten haben und der Minister da vor fast 400 Leuten gestanden hat in der Region, da völlig überrascht war, hat er beim Runtergehen gesagt, so, wann kann ich das nächste Band durchschneiden? Habe ich gesagt, wo ist der Förderbescheid? Sagt er, schicke ich ihn nächste Woche. Für eine D-Mark wurde die Strecke Karst-Mettmann vor 10 Jahren abgestoßen. Die Regiobahn vollbrachte dort anschließend das Kunststück, die Fahrgastzahlen um 3.790% zu steigern. Ich bin gelernter Gleisbauer, habe dann über die Fortbildung es zum Ingenieurstudium geschafft. Ich bin natürlich auch jedes Mal draußen, mich hält es nicht im Büro. Ich bin draußen vor Ort, kontrolliere die Bahnsteige. Und das wissen meine Mitarbeiter, dass der Chef auch vor Ort rumläuft und schaut und macht. Und dann wagen die erst gar nicht
einen schmutzigen Bahnsteig zu hinterlassen. Also wenn ich morgens um 7 Uhr auf den Bahnsteig komme, ist der blitzeblank sauber. So manches Mal hat eine Bahnverbindung ihr Überleben auch engagierten Bürgern zu verdanken, die sich mit dem sinnlosen Niedergang ihrer Infrastruktur nicht abfinden wollten und sich deshalb auf die Schienen setzten. Mittlerweile ist es so, dass ich festgestellt habe, es gibt so einen leichten Fanclub in der Region. Ich hatte erst vor 2 Wochen auf einer Familienfeier die Situation, dass mir ein nicht bekannter Mensch auf mich zukam. Es war ein ehemaliger DB-Mitarbeiter, der also mit feuchten Augen mir sagte, wie er sich damals gefreut hat, dass sich jemand für seine Bahnstrecke eingesetzt hat. Und das ist vielleicht der Lohn, den man dann als Fahrgastverbandsvertreter erntet, wenn man sich für so eine Bahnstrecke einsetzt. Die Dankbarkeit derjenigen, die auch für sich keine Chance mehr gesehen haben. Die Schüler, die Jugendlichen, die heute die Bahnstrecke völlig selbstverständlich benutzen, wenn man denen heute erzählt, die Bahnstrecke soll stillgelegt werden, kriegt man so Fragezeichen und man bekommt das Gefühl, im Schaukelstuhl zu sitzen, so als Großvater und seinen Enkeln zu erzählen, was früher war, aber so lange ist das noch gar nicht her. Und doch hängen auch spektakuläre Erfolge der Macher am Ort oft am seidenen Faden der Finanzierung durch den Bund. Immer wieder müsse man in den Ländern um eine verlässliche Basis kämpfen, hieß es in Berlin. Die Regionalisierungsmittel, der Dynamisierungssatz reicht nicht aus, um die Bestellleistungen zu bezahlen. Wir Aufgabenträger können es im Augenblick noch, wahrscheinlich auch bis 2014, durch Wettbewerbsgewinne kompensieren, aber dann brauchen wir eine Verstetigung der Mittel mit dem entsprechenden Dynamisierungssatz. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Umstand und dann können wir agieren. Südlich von München beweist seit 1998 die BOP, was alles geht, wenn man es konsequent im Sinne der Kunden anpackt. Ohne die Mitarbeiter hätte es nicht geklappt und die haben die Ärmel hochgekrempelt und haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie können sich vorstellen, wenn ein krachlederner Bayer anfängt zu rennen, da kann man nur den Kopf einziehen, denn dann wird es eng mit der Luft. So, und das heißt, die Ansprüche, da gibt es Unterschiede. Ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern geht man anders um mit der Eisenbahn als in Bayern. In Bayern mussten wir uns mächtig da unsere Haut wehren. Und ich bin schon der Meinung, dass eine Eisenbahn ein Gesicht haben muss, eine Seele bekommen muss. Das war alles seelenlos. Man hat sehr wohl über Stilllegung nachgedacht. Das tut heute keiner mehr, auch bei den anderen Bahnen hier von den Kollegen. Auch bei Ihnen trotz der 4.500 Fahrgäste pro Tag Stilllegung? Ja, natürlich. Damals hat die Bundesbahn alles getan, um zu sagen, je weniger Züge fahren, umso preiswerter wird's. Heute würde ein solcher Frevel zu einem Aufstand führen, denn wo immer ein Angebot auf der Schiene neu geschaffen oder echt verbessert wurde, stiegen die Fahrgastzahlen sprunghaft an. Diese Erfolge politisch dauerhaft abzusichern, ist eines der Ziele der Allianz pro Schiene.